ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay. Guten Abend. Es gab Zeiten, da konnten CSU-Chef Seehofer und die CDU-Vorsitzende Merkel noch nicht einmal mehr gute Miene zum bösen Spiel machen. Da sah man ganz offen, bei denen kracht's. Doch heute ist offensichtlich kein Platz mehr für öffentlichen Streit in der Union. Bei einem Wahlkampfauftritt im Bierzelt präsentierten sich die Kanzlerin und der bayerische Ministerpräsident versöhnlich. Merkel hat jetzt statt des bayerischen Löwen einen anderen zu bändigen und der lässt sich nicht so leicht wieder einfangen. Donald Trump ist zu Merkels Problemfall geworden. Nach dem G7-Gipfel in Italien sei ihr klar geworden, dass man sich auf andere nicht mehr völlig verlassen könne, sagte Merkel. Und meint damit den US-Präsidenten. Die Kanzlerin schlägt damit ungewohnt drastische Töne gegenüber den USA an. Sebastian Kraft. Die Waffen in die Wiese gesteckt, so will es die Choreografie der CSU. Das Kriegsbeil begraben. Merkel jetzt nicht mehr die kritisierte Kanzlerin, sondern nach standesgemäßer Begrüßung durch Böllerschüsse die umjubelte Anführerin der Union. Von einem Friedensgipfel zwischen CDU und CSU will Merkel gar nichts wissen. Ihre Botschaft ist heute viel größer. Europa, ein Schatz, den man hüten muss. Die Freiheit, die Religion auszuwählen und ein friedliches Leben der Religionen zusammenzuschaffen. Und da ist Europa eine Gemeinsamkeit des Friedens und der Freiheit. Und deshalb lohnt es sich, für dieses Europa auch zu kämpfen. Der Frieden ist nicht selbstverständlich. Es ist der am stärksten umjubelte Teil ihrer Rede. Merkel, davon etwas überrascht, teilt dann den 2000 Zuhörern unverblümt ihre Enttäuschung mit über den verkorksten G7-Gipfel auf Sizilien und US-Präsident Trump. Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Natürlich in Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Auch in der SPD sieht man heute die Schuld an den verschlechterten transatlantischen Beziehungen. Ganz klar bei Trump. Europa ist die Antwort. Eine stärkere Kooperation der europäischen Staaten auf allen Ebenen ist die Antwort an Donald Trump. Und vor allen Dingen dürfen wir uns nicht der Aufrüstungslogik von Trump unterwerfen. Der unionsinterne Streit um die Zuwanderung rückt bei diesen Fragen in den Hintergrund. Horst Seehofer dürfte es recht sein. Er hat in der CSU mit Blick auf den Wahlkampf die große Harmonieoffensive ausgerufen. Kann sich eine Spitze Richtung Angela Merkel dann aber doch nicht verkneifen. Bayern sind prinzipiell ein friedfertiges Volk. Der bayerische Löwe braucht nur eines. Er braucht nur viel gutes Futter. Und dann ist er sehr pflegeleicht. Pflegeleicht war Horst Seehofer wahrlich nicht immer. Aber die Nickeligkeiten der Unionsschwestern waren heute nur Nebensache. Angesichts des schwindenden Vertrauens in den wichtigsten Verbündeten Deutschlands. Thomas Baumann in Berlin. Die Bierzeltatmosphäre verdeckt ein wenig den Ernst der Lage, oder? Wie haben Sie die Sätze der Kanzlerin wahrgenommen? Na, ich weiß nicht, Pina Atalay, ob die Bierzeltatmosphäre Ursache dafür war, dass die Kanzlerin sehr spontan formuliert hat. Meine Wahrnehmung ist, Angela Merkel ist nach dem G7-Gipfel desillusioniert. Es hat sich bestätigt, US-Präsident Trump ist unberechenbar, glaubhaft alleine sein Anspruch America first. Ein Mitglied der Bundesregierung hat mir gegenüber erklärt, die Kanzlerin wertet das alles nicht als Absage an die transatlantischen Beziehungen, aber unter den gegenwärtigen Umständen, und der Hauptumstand heißt natürlich Trump, werden die G7 ihrem Führungsanspruch in der Welt nur noch bedingt gerecht. Also, unklar, wie es mit dem Pariser Klimaabkommen weitergeht. Keine präzisen Hilfszusagen für Afrika. Damit auch keine nachhaltige Lösung beim Thema Flüchtlinge. Nur beim Thema Freihandel Schlimmeres abgewendet. Das ist, gemessen an der bisherigen Bedeutung der G7, sehr wenig an Ergebnissen. Wie realistisch ist es denn, dass Europa jetzt tatsächlich zusammenrückt?
Na, ich glaube, es ist realistisch, aus mehreren Gründen also ja. Zum einen, weil es für ein Zusammenrücken in Europa Verbündete gibt. Wir haben ja Martin Schulz eben im Beitrag gehört, Europa ist die Antwort auf Trump, hat er gesagt. Also innenpolitisch stehen die großen Parteien SPD und CDU im Kern hinter einem Zusammenrücken. Und international, auch da spricht sehr viel für eine verstärkte Zusammenarbeit in Europa, etwa auf dem Militärsektor, gerade bei der gemeinsamen Beschaffung von Rüstungsgütern. Darüber hinaus gibt es schon gemeinsame Investitionsfonds und seit kurzem eine Idee der Finanzminister von Frankreich und Deutschland zur Angleichung der Unternehmenssteuern. Ein europäischer Haushalt mit einem europäischen Finanzminister kommt sicher nicht schnell, das will ja Präsident Macron, aber auch das ist kein Hirngespinst mehr. Also, da sind mehrere schon unterwegs in Richtung Europa. Dankeschön, Thomas Baumann in Berlin. Bitte sehr. Die deutschen Volksparteien haben ein Problem. An der Basis, in vielen Ortsvereinen, sagen sich Fuchs und Hase Gute Nacht. Oder Egon und Hans, und die kennen sich dann schon seit 40 Jahren. Neue, vor allem junge Mitglieder, finden schwer den Weg ins Klein-Klein der Kommunalpolitik. Für viele geht diese Art der Parteipolitik an der Lebensrealität völlig vorbei. Dabei gibt es durchaus junge Leute, die gerne mitmischen würden. Einige wollen jetzt nicht mehr warten, bis die alten Parteitanker sich endlich bewegen, sondern werden selbst aktiv, wie Olaf Hiebig berichtet. Es war nicht wirklich Liebe auf den ersten Blick zwischen Diana Kinnert und der CDU. Sie wollte zwar, aber die Partei machte es der damals 17-Jährigen ziemlich schwer, sich auch willkommen zu fühlen. Irgendwann kam ich dann zum dritten Stammtisch und wollte mich vorstellen und da verwechselte der Vorsitzende mich mit einer Kellnerin. Diana Kinnert ist trotzdem in der CDU geblieben. Inzwischen versucht sie von innen, Strukturen so zu verändern, dass das Mitmachen in der Partei für junge Menschen attraktiv ist und zu ihrem Lebensstil passt. Die müssen flexibler sein, auch wohnortunabhängig. Die sind zeitlich flexibler, die müssen digital arbeiten dürfen. Sie haben themenspezifische Interessen. Und das sind alles Strukturen, auf die die Partei nicht vorbereitet ist. Auch Yannick Hahn möchte, dass sich Parteien mehr auf junge Mitglieder einstellen. Er ist in der SPD, beschäftigt sich beruflich mit modernen Dialogformaten. Gemeinsam mit Diana Kinnert und anderen geht er in die Offensive mit einem 11-Punkte-Plan. Sie wollen die feste Bindung an einen Ortsverein abschaffen, wofür allerdings das Parteiengesetz geändert werden müsste. Einfacher umsetzbar, mehr Online-Möglichkeiten zum Mitarbeiten und Abstimmen, in Parteien moderne Denklabore entwickeln, vielleicht auch eine Jugendquote bei der Listenaufstellung. Das wäre überhaupt kein Problem. Es gibt ja auch schon andere Quoten. Und ich glaube, die Parteien müssen einfach sehen, dass der Bundestag total veraltet ist und dass junge Leute oft keine Chance haben, auf Listenplätze zu kommen. Und das ist aber ein Problem, wenn im Bundestag am Ende eine ganze Bevölkerungsgruppe nicht abgedeckt wird. Die SPD ist 154 Jahre alt, die Strukturen entsprechend verfestigt. Nicht jeden Vorschlag der Jungen hält man hier für realistisch, bemüht sich aber um den Nachwuchs. 40% der Neumitglieder sind unter 35. Die große Herausforderung ist, die Menschen zueinander zu bringen, die sich für die gleichen Dinge interessieren. Und das möglichst auch dauerhaft, nicht nur punktuell. Und da gibt es jetzt natürlich Möglichkeiten, solche Foren einzurichten oder auch mit Webkonferenzen, mit Videokonferenzen zu arbeiten. Es gibt auch immer noch die Idee, so etwas wie einen virtuellen Ortsverein einzurichten. Gerade die großen Parteien müssen sich verändern, um für Junge interessant zu bleiben. In der CDU liegt das Durchschnittsalter bei 60 Jahren. Nach der jüngsten Parteireform soll tatsächlich vieles online gehen. Man wolle eine Kultur der Offenheit für alt und jung. Wir haben auch konkret Einflussmöglichkeiten geschaffen für unsere normalen Mitglieder. Es können künftig für die Bundesparteitage der CDU normale Mitglieder Anträge stellen. Und wenn es ein gewisses Quorum erreicht, wenn 500 Mitglieder sagen, darüber muss der Parteitag beraten und entscheiden, dann geht das künftig. Für Diana Kinnert geht das schon in eine richtige Richtung. Sie hat in der Reformkommission der CDU mitgearbeitet, vertritt die Perspektive der Jungen und will diese noch stärker öffentlich zum Thema machen. Unpolitisch sei ihre Generation jedenfalls nicht. Sie engagiere sich nur einfach anders. Dass Kanzlerin Merkel ihr Verhältnis zu den USA neu bestimmt, haben wir zu Beginn dieser Sendung gesehen. Und auch wenn es um die Türkei geht, muss die Bundesregierung ihren Kurs nachjustieren. Sollte Deutschland die Soldaten, die auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik im Süden der Türkei stationiert sind, abziehen? Darüber wird diskutiert, seitdem der türkische Präsident Erdogan deutschen Parlamentariern untersagt hat, den Stützpunkt zu besuchen.
Doch nun bleibt nicht mehr viel Zeit. Es muss eine Entscheidung her und Verhandlungsgeschick. Ob die Geduld auf beiden Seiten reicht? Sabine Rau. Abziehen oder nicht, noch starten sie vom türkischen NATO-Stützpunkt Incirlik deutsche Tornados im Antiterroreinsatz. Doch angesichts immer neuer Provokationen seitens des türkischen Präsidenten Erdogan und der wachsenden Spannungen im deutsch-türkischen Verhältnis wächst der Druck auf die Bundesregierung, die Tornados aus der Türkei abzuziehen, jetzt auch seitens des Koalitionspartners SPD. Wir Sozialdemokraten wollen, dass der Deutsche Bundestag in der kommenden Woche ein klares Votum fasst, dass die Bundeswehrsoldaten aus Incirlik abziehen. Ich glaube, dieses Hin und Her ist überhaupt nicht mehr hinnehmbar. Wir sind ein selbstbewusstes, ein souveränes Parlament. Auslöser des Streits: Die Türkei hat mehrfach deutschen Abgeordneten den Besuch der Bundeswehrsoldaten in Incirlik verweigert. Doch aus Regierungskreisen heißt es jetzt, Berlin will eine letzte Frist und noch einmal mit Ankara verhandeln. 3 Wochen bis Mitte Juni. Entscheidend ist, dass die Bundesregierung ausreichend Zeit bekommt, mit der Türkei zu verhandeln. Ein überstürzter Abzug bringt überhaupt nichts. Wenn, dann muss die Türkei den ersten Zug machen. Und wir wollen nicht Opfer der Türkei sein, sondern wir wollen sehr klar unsere Interessen vertreten. Dabei gibt es längst eine Alternative für die Tornados und ihre Besatzung. Das Königreich Jordanien würde sie mit offenen Armen aufnehmen. Im Bericht aus Berlin äußert die Opposition daher ihr Unverständnis für die zögerliche Haltung der Regierung. Ich finde, dass die Bundesregierung sich seit Wochen und Monaten von Herrn Erdogan auf der Nase herumtanzen lässt. Und es kann auch nicht nur dabei bleiben, dass es um die Besuchserlaubnis nach Incirlik geht. Es ist so, es ist eine Parlamentsarmee und keine Armee der Bundesregierung. Allerdings zeigt die Türkei unterdessen ein Einlenken beim benachbarten Stützpunkt Konya. Hier sind die NATO-Aufklärungsflugzeuge AVEX mit überwiegend deutscher Besatzung stationiert. Für sie ist der Besuchsstopp aufgehoben. Hier haben deutsche Politiker ab sofort wieder Zugang. Israel feiert den 50. Jahrestag der Eroberung von Ost-Jerusalem. Auch in der Nähe der Klagemauer. Die Palästinenser sprechen von einer Provokation. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer. Das israelische Kabinett traf sich zu einer Sondersitzung in einem Tunnel bei der Klagemauer. Premierminister Netanyahu bekräftigte dabei den Anspruch auf ganz Jerusalem als Hauptstadt Israels. Die Annexion des Ostteils nach dem Sechstagekrieg 1967 ist international nicht anerkannt. Die Klagemauer liegt am Fuß des Tempelbergs, den auch Muslime als Heiligtum verehren. Die Palästinenser wollen Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates. Zum Abschluss des evangelischen Kirchentages haben in der Lutherstadt Wittenberg etwa 120.000 Menschen einen Freiluftgottesdienst gefeiert. Der Erzbischof von Kapstadt, Mark Goba, rief die Gläubigen dazu auf, sich in der Gesellschaft zu engagieren. Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford Strom sagte, 500 Jahre nach der Reformation brauche die evangelische Kirche eine Erneuerungsbewegung, und zwar zusammen mit anderen Konfessionen. 6 Tage nach dem Anschlag von Manchester hat die Polizei in der nordenglischen Stadt 2 weitere Verdächtige festgenommen. Damit sind jetzt 13 Männer in britischem Gewahrsam. Zum Gedenken an die Opfer nahmen 40.000 Läufer an einem Halbmarathon teil. Bei dem Selbstmordanschlag am Montagabend wurden 22 Menschen getötet und viele verletzt, zumeist Kinder und Jugendliche. Auf den Philippinen geht das Militär weiter gegen Islamisten vor, die auf der Insel Mindanao Teile der Stadt Marawi erobert haben. Präsident Duterte verhängte das Kriegsrecht über die Region. Mehr als 100 Menschen wurden bereits getötet. Die Islamisten hissten in Marawi auch die Flagge der IS-Terrormiliz. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat den Formel-1-Klassiker in Monaco gewonnen. Der viermalige Weltmeister setzte sich vor seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen durch. In der WM-Wertung liegt Vettel jetzt 25 Punkte vor Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton. In Dortmund haben mehr als 200.000 Fans ihren BVB, den DFB-Pokalsieger 2017, begeistert empfangen. Die Borussen hatten gestern das Finale in Berlin mit 2:1 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Der Triumphzug der Pokalhelden durch die Dortmunder Innenstadt. Ein schwarz-gelber Feiertag nach dem so lange ersehnten Erfolg im Pokal. Der Pott endlich wieder im Pott. Und auch der Trainer, trotz aller Spekulationen, ausgelassen, wie man ihn selten gesehen hat.
Die überragende Stimmung bei den freudentrunkenen Spielern kaum zu toppen. Doch die vielen Unstimmigkeiten zwischen Trainer und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bleiben präsent. Wann fällt deine Entscheidung, Herr Watzke? Ja, kommende Woche werden wir sprechen und dann werden wir sehen. Auch angebliche Misstöne zwischen Mannschaft und Trainer kamen auf. Nuri Sahin, gestern nicht im Kader, war traurig und geschockt über seine Nichtnominierung, wollte in der allgemeinen Siegeslaune seinen persönlichen Ärger aber lieber verdrängen. Wir feiern jetzt mit Freunden. Hier sind meine Freunde. Ein Freund fürs Leben, zweiter Freund fürs Leben, dritter Freund fürs Leben. Es ist also weiter für Spannung gesorgt in Dortmund. Der Borussia stehen trotz der direkten Qualifikation für die Champions League und dem Pokalsieg als Abschluss einer erfolgreichen Saison ziemlich unruhige Zeiten bevor. Beim Filmfestival in Cannes hatten die Deutschen lange kein Gewinnerglück. Zuletzt wurden in den 80er Jahren Wim Wenders und Barbara Suková ausgezeichnet. 2009 noch Christoph Waltz, immerhin Deutsch-Österreicher. Sonst war lange nichts. Heute aber konnte sich in Cannes eine freuen, die schon lange zu den ganz Großen zählt. Die deutsche Schauspielerin Diane Heidkrüger aus Hildesheim, die einst nach Hollywood ging und als Diane Kruger international Karriere machte. In Cannes erhielt sie die Silberne Palme als beste Schauspielerin, auch noch für ihren ersten deutschsprachigen Film. Alice Fröder berichtet. Der Preis für die beste Darstellerin geht an Diane Kruger. Der deutsche Regisseur Fatih Akin und seine Hauptdarstellerin. Ein großer Erfolg für den deutschen Film. Die 40-jährige Diane Kruger spielt zum ersten Mal eine Rolle in ihrer Muttersprache Deutsch. Danke an Fatih, danke, dass ihr mir diese Chance gegeben habt. Kruger spielt in dem deutschen Politthriller eine Ehefrau, deren Mann und Kind bei einem Bombenanschlag ermordet werden. Zwei Neonazis werden verhaftet und freigesprochen. Sie findet einen eigenen radikalen Weg, um mit ihrer Wut und Trauer umzugehen. Nein, es war wirklich eine Rolle, die mich auch als Mensch verändert hat. Ich glaube, die Stärke von Fatihs Kino ist halt, dass sie auch soziale und politische Hintergründe haben. Die höchste Auszeichnung, die Goldene Palme, geht erstmals an einen schwedischen Film. Regisseur Ruben Östlund und seine schwedische Art, Danke zu sagen. Eine Überraschung, damit hatte niemand gerechnet. In der Gesellschaftssatire The Square wird die Kunstwelt ironisch auf die Schippe genommen und als Bigott entlarvt. Damit hat die Jury einen Film ausgezeichnet, der nur indirekt eine politische Botschaft hat. Flüchtlingsproblematik, AIDS, Einsamkeit, all diese Themen wurden in den Wettbewerbsfilmen behandelt und mit Nebenpreisen prämiert. Große Stars, bekannte Regisseure, herausragende Filme. Das 70. Festival fand unter verschärften Sicherheitsbedingungen statt. Aber Cannes zeigte sich selbstbewusst mit einem neuen Schriftzug, der an Hollywood erinnert. Und vom Blitzlichtgewitter in Cannes zum Wetter in Deutschland, wo es heute auch den ein oder anderen Blitz gab, Donald Becker. Ja, genau, Pina. Und wo, das können wir auch sehr schön zeigen, mit Hilfe unseres Blitzfilmes. Und da fangen wir dann schon heute Morgen an. Die ersten Gewitter waren schon aktiv, sind dann zu uns reingekommen. Das war hier diese Kaltfront quasi. Ein bisschen ist es abgerissen im Tagesverlauf im Norden. Später dann über Mecklenburg-Vorpommern neue gelbe Punkte. Und auch vor allem jetzt in den letzten Stunden ist ein Gewitter in Richtung Odenwald gezogen und auch ein neues entstanden über dem Harz. Der morgige Vormittag wird aber relativ sonnig beginnen. Lediglich im Küstenumfeld gibt es tief hängende Wolken. Erste Schauer entstehen. Am Nachmittag dann vor allem im Bergland, in der Lausitz, Schwarzwald, Thüringer Wald. Das sind so die Schwerpunkte. Ein paar zum Teil kräftige Hitzegewitter mit Platzregengüssen. Das Problem ist, die Gewitter ziehen sehr langsam, werden zwar wenige treffen, aber sind doch teils unwetterartig. Für die meisten aber sonnig und auch wieder 30 bis 35 Grad heiß, nur im Norden ein bisschen frischer. Und der Trend für die nächsten Tage, Dienstag zieht sich dann die schwülheiße Luft in den Osten und Süden zurück, am Mittwoch sogar an den Alpenrand. Und danach wird es einfach nur angenehm temperiert und für die meisten trocken sein. Sehr gut. Dankeschön, Donald Becker. Und das war's von uns. Hier im Ersten folgt nun das Kulturmagazin TTT, Titel, Thesen, Temperamente. Heute aus Cannes, von den Filmfestspielen. Und zu den Tagesthemen begrüßt Sie morgen Karin Mioska. Gute Nacht und eine schöne Woche.